So, der Mann da vorne scheint verwirrt zu sein, weint aber auch nicht weiter um seinen Kameraden, scheint keine Takia gewesen zu sein, Die insofern Leiche hat den Soldaten keine schlimme Aktion. alarmiert und seinen Ich will Zustand aber auf doch Rache. informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Ich soll Verhalten ihn werden nun provozieren? höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Bewaffnete Reaktion. Provozieren Sie den Soldaten. Also provozieren ist ja eigentlich nicht so mein Ding, aber will ich ihr den Beachten Gefallen Sie, mal dass sich tun? Ihr Oh, Status auf entdeckt jetzt liegt er auf verändert dem hat. Boden. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Und was macht den jetzt besser als den anderen, dass Euch ich hol den ich hier mir! nicht töten muss? Naja, egal, Wo ich hau hier seid einfach ihr? mal schnell ab. Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Das funktioniert jedoch schon alles unbegrenzt. Schnieke Gut. in den Ihr Status Dachgarten. zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Schön so ein Ding. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Könnte ich mir gut vorstellen. Das wird doch zu nichts. So, der nette junge Mann hat Gut es gemacht. aufgegeben, uns Der zu suchen. Soldat hat Ihre Spur verloren. Sehr, sehr Sie sind wieder sympathisch. anonym und können Ihr Versteck verlassen. Ich bin anonym. So, reinitialisiert bin ich jetzt. Und jetzt darf ich mein Versteck auch schon verlassen. Das Exzellent. mache ich doch gerne. Und im Nu, was passiert denn jetzt? Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Ein Heim Assassine. im Kornfeld. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie romantische sich verstecken Vorstellung. können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Gelehrte, also das könnt ihr euch merken, wenn ihr mal an der Uni seid und ihr wollt euch vor irgendwem verstecken, einfach schnell zu den Gelehrten. Und die Sache ist sicher. Upp, da tauchen, glaube ich, gerade welche aus. Die sehen an der Uni natürlich nicht so aus, aber das wird alles ganz einwandfrei funktionieren. Einfach zu den Professoren und keiner Sehen Sie sieht uns dich. nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Untertauchen. Modus unauffällig können Sie untertauchen. Ja. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. So sieht Tun man ja Sie auch das an der jetzt, Uni. um die Die Markierung Professoren, hinter die den laufen Soldaten zu erreichen. grundsätzlich immer so. Auch immer in dieser Geschwindigkeit und auch alle anderen Leute, die schlau sind, sind ja nicht nur Leute von der Uni. Das Tolle ist, die Leute finden uns so echt überhaupt nicht komisch. Wir können auch zwei, dreimal um die rumlaufen. Mache ich jetzt aber nicht natürlich. Finden Sie alles ganz normal. Wir sind ja Gelehrte. So. Gut. Und wieder das freundliche Lob der netten Dame. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Oho. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, Oho. die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Aha, bin ich doch mal gespannt. So, Gut so. gemacht. Der Soldat da ist also ein ganz böser. Und unser Attentatsziel da vorne, den wollen wir ans Leder. Oder auch nicht, sie sind einfach das verschwunden. Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron ich sind. Ich wollte ihn gerade ans Leder. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Und da steht im Credo drin, zu großer Gebote. Höhe fallen ist Erstens, böse. Verletzen Sie nie einen Nö. Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Oh, Bruderschaft schicker Säbel hier. Wenn Sie an Synchronität ja, auch schön verlieren, hier können aufhängen Sie diese im Wohnzimmer wiederherstellen, oder so. indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Ich nutze jetzt auch gerade schon mal diese Gelegenheit, Sie schon mal haben für das die Tutorial schlechte Soundqualität zu entschuldigen. Erfolgreich beendet. Das wird Der schon mal besser. stabilste Tutorial Gedächtnisabschnitt beendet. hat nun Supi geladen. Dupi. Auf jeden Fall wird es Sound, die Soundsache das nächste Mal eine bessere werden, hoffe ich. Ich hole mir noch ein neues Headset, mit dem das dann alles deutlich besser laufen sollte. Und bei der Gelegenheit auch ein großes Dankeschön, dass ihr euch dieses Video anschaut. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Dieser alte Mann hier soll wohl sterben. Ah! Nein! So ein böser Mann. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser.
Aha. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Echt? Selbstbewusst? Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Und der ist hier echt voller Waffen. Mal sehen, ob wir die alle ausprobieren können. So. Akrobatik. Oh ja, ich bin ganz akrobatisch. Hopp, hopp, hopp. Spring hier wie ein junger Hüpfer, der ich bin. In der Gegend rum. Alter, hier heiße ich, glaube ich, wenn ich mich da recht entsinne, sehe genauso aus wie Desmond. Unheimlich gut aussehend, jung, gut aussehend und dynamisch. Jetzt renne ich hier im Schweinsgalopp die Leiter hoch. Böser Mann. Was soll ich tun? Eigentlich bin ich ja nicht so der Töter. Aber ich glaube, in diesem Fall ist ja auch ein unsympathischer Kerl. Guck mal die Frisur an. Unmöglich. Tut mir leid wegen deinem Rücken, Mann. Aber ich muss weitergehen. Ich schleiche doch. Und hui. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massia kümmern. Oh, einige Franzosen. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Und Altair, wieder selbstbewusst wie eh und je. Bin ich doch mal gespannt, ob sich das nicht irgendwie recht tut. Die Kamera ist gerade ein bisschen komisch. Ich gehe hier einfach mal ganz unauffällig die Treppen runter. Die Herren da bemerken mich natürlich auch nicht. Wie auch, ich meine, ich bin hier... So, die Unauffälligkeit in Person. Mal hier schnell dieses schicke Adleraugen nutzen. Ah, scheint mir doch... Attentatsziele zu sein, der nette. Halt, Templer! Huch. Ihr seid nicht die Einzigen hier! Ah. Genau, Templer! Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Huch, steht hier einer meiner Kumpel. Also, mein Begehr. Also, wie ihr seht, hier sind schon mal die Templer. Das mag ich auch sehr an dem Spiel. Viele geschichtliche Elemente, die da mit reingenommen wurden. So auch unter anderem die Templer und der ein oder andere, der geschichtlich bewandert ist, wird hier bestimmt auch einige Leute wiedererkennen. So, jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Nee, auffälliger Anschlag will ich ja nicht. Ja, was war nochmal hier? Taste 0 und Taste 1. Okay. Unauffälliges Attentat. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. War wohl eine schlechte Entscheidung. Ich schwöre euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Ganz schön stark, der gute Mann. Das spürt man morgen im Rücken, das sag ich euch. Alter, ihr. Männer, zu den Waffen! Männer, zu den Waffen! Sagt hier der nette Franzose. Jetzt muss ich fliehen, aber was ist mit meinen Kameradin? Ich weiß nicht. Aber, oh. Aha, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nach da oben muss ich so. Mal gucken, ob ich das einfach so hinkriege. Das war knapp, mein Freund. Aber kein Problem für dich. Du bist ja top, Alter, hier. Du bist top, du knowst. Du knowst, was du to doen hast. Und jetzt geht's hier um die Ecke. Oh, klettern. Das ist ja im echten Leben nicht so mein Ding. Und ihr wenigen, die das erste Video hier wahrscheinlich guckt, oder zweite, je nachdem, wie weit wir gerade sind in der Aufnahme, sagt doch mal,
wie sieht's bei euch aus mit Klettern? Ist das euer Ältere Ding? Ist das eher nicht so euer Ding? Ich bin ja eher so der Typ Höhenangst. Und, da bin ich wieder im dramatischen Ladebildschirm. Vor diesen Menschen hat man doch Respekt. Oh, schaut euch den Swag an, während er läuft. Wow. Ein Bild von einem Mann, dieser Alter hier. Zweifelsohne. Ah, und sprinten kann er auch da. Alter hier mit allen Abwassern gewaschen. Mal sehen, wo wir jetzt landen. Und da hat das. Oh. Ihr seid zurück. Ja, bin ich, mein Freund. Wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ja, danke schön. Dich auch. Die Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Zum Meister muss ich... Ah, GPS. In der Zeit. GPS. Naja. Ich stelle es einfach mal nicht in Frage. Ja, bisschen unseriös sind die alle hier ja schon aus. Und ich lege einfach mal einen Gang zu, dass wir da schnell zum Meisterkleister kommen. Das ist ja in unserem Interesse, dass wir da so schnell wie möglich hochkommen. Mal sehen, ob das hier eine kleine Abkürzung war. Keine Ahnung, wahrscheinlich genauso lange dauert. Geht's hier lang? Das Gefühl, ich mache hier gerade was. Falsch? Oder bin ich hier gerade auf dem richtigen Wege Richtung Festung? GPS sagt, mein Weg ist nicht schlecht. Und wer das kennt aus dem Straßenverkehr, man weiß ja. GPS hat immer recht und so viele Menschen hier. Eieiei, ist ja bewohntes kleines Dörflein, schön gelegen in den Bergen. Hier möchte man doch... Wo bin ich jetzt gelandet? Moment, das ist jetzt aber nicht... wo ich hin will. Okay, verlaufen das erste Mal. Apropos verlaufen, das ist ja so eine Art zu failen. Eine andere Art zu failen ist natürlich zu sterben. Ich werde probieren, das möglichst zu vermeiden. Verlaufen kann ich natürlich nicht garantieren, dass ich das vermeiden lässt. Und ich glaube, da geht's hoch zur Festung. Oh. Und man sieht, sehr schöne Festung, wie man hört. Oh, kurz gähnen. Ist ja auch schon ein wenig später, anstrengender Tag und so weiter. Aber was gibt es Schöneres zum Abschluss eines solchen Tages als eine kleine Aufnahme? Und ich sprinte hier hoch. Keine Rücksicht auf Zivilisten. Außer auf dich. Tut mir leid, Mann. Oh, jetzt habe ich ihn weggeworfen. Oh. Also könnte man ja, wenn man Verbrechen macht, mal schnell fliehen. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Ist ja auch ein unsympathischer Zeitgenosse, aber ich muss sagen, Alter hier, nicht mein Lieblingsmensch bisher in diesem Spiel, aber welche Ehre. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich höre hier Ehrbekundungen dieser netten Menschen. Dankeschön, auch an dich, Dankeschön. Wenn Alter hier schon nicht nett ist, dann muss ich das halt für ihn erledigen. Der Meister erwartet euch. Oh, er erwartet mich. Bin ich doch mal gespannt auf diesen ominösen Meister. Wie gesagt, lange nicht mehr gespielt. War das nicht so ein Dumbledore? Ja, da steht er doch.